Yo Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. In diesem Review schauen wir uns mal das Amino Magic von Cytec Nutrition etwas genauer an. Hier steht es ja schon drauf, 10 Komponenten Aminokomplex. Also hier finden wir 10 verschiedene Komponenten Aminosäuren. Und vielleicht klären wir erstmal die Frage, was sind überhaupt Aminosäuren? Wir können das Wort Aminosäuren mit Eiweißbausteinen übersetzen. Die Aminosäuren sind die Bausteine der Eiweiße und wir können sie aufteilen in die essentiellen, in die nicht essentiellen, als auch in die semi-essentiellen Aminosäuren. Und mit Blick hier auf die Zutatenliste sehen wir ein Ranking. Die erste Zutat ist mengenmäßig immer am meisten enthalten, während die letzte Zutat abnehmend in ihrer Reihenfolge weniger enthalten sind. Und hier ist es zum Beispiel L-Glutamin, eine sehr wichtige, wenn auch nicht essentielle Aminosäure im menschlichen Körper, macht L-Glutamin eben sehr viel aus. Ich bin der Überzeugung, dass L-Glutamin gerade auch im Bereich der Massephase, im Bereich des Muskelaufbaus, wenn man sich eben gerade in diesen Phasen orientiert, sehr sinnvoll ist. Und das halte ich auf jeden Fall gerade für ein Supplement, was man in größeren Mengen ruhig bis zu 15 Gramm am Tag zu sich nehmen sollte. Und deswegen ist es hier auch an erster Stelle. Dann haben wir hier Maltodextrin und die meisten von euch werden jetzt sicherlich schon merken, Maltodextrin ist definitiv keine Aminosäure, sondern eine Mischung aus Maltose und Dextrose, wie der Name schon sagt, und eben ein Kohlenhydratlieferant. Ein Energielieferant, ein Kohlenhydratlieferant, dennoch null Zucker ist hier enthalten, auch nochmal vorne vermerkt. Die Kombination eben dieser Aminosäuren mit den Kohlenhydraten, mit dem Energieträger, dazu kommen wir später noch, welchen Vorteil das Ganze hat. Dann haben wir hier das Säuerungsmittel Zitronensäure, soll natürlich nach was schmecken. Wir haben hier in diesem Fall Apfelgeschmack, schmeckt echt lecker und muss natürlich eine gewisse Säure mit sich bringen. So, die aufmerksamen Beobachter werden jetzt merken, Taurin ist die nächste Zutat. Taurin ist aber genau genommen auch keine Aminosäure, sondern wirkt nur im menschlichen Körper so ähnlich wie eine Aminosäure. Zu Taurin gibt es jede Menge Studien, die EU hat noch nichts anerkannt, das ist eigentlich lächerlich, denn wir wissen mittlerweile, welchen wirklich tragenden Einfluss Taurin hat und dass Taurin ein durchaus sinnvolles Nahrungsergänzungsmittel ist, ist seit einigen Jahren klar, gerade die aktuellen Studien belegen das auch nochmal. Dann haben wir L-Leucin, eine der BCAA-Aminosäuren, Aroma, in diesem Fall natürlich Apfel. L-Arginin, bekannt als Pump-Aminosäure, sorgt auch über ihre gefäßerweiternde Wirkung für eine besondere Power im Bereich der männlichen Kräfte. Ich will es jetzt nicht so eklig ausdrücken, aber ihr wisst, was ich meine. L-Carnitin-Tartrat ist hier enthalten, L-Isoleucin und L-Valin. Die BCAAs sind also komplett hier enthalten. Diese ganz besonders schnell verfügbaren BCAA-Aminosäuren sind hier enthalten. Dann haben wir hier Süßungsmittel, Acesulfam K und Aspartam. Es gibt immer einige Sportler, die mögen kein Aspartam zu sich nehmen. Die sollten natürlich auch so konsequent sein und keine Cola Light trinken und kein Kaugummi essen. Aber wie dem auch sei, hier ist eben die Kombination aus Acesulfam K und Aspartam als auch Sucralose für die Süße enthalten. Dann haben wir hier L-Lysin, HCl, L-Ornithin, HCl, die Bindung an die HCl-Form dieser Aminosäuren macht sie besser verfügbar und für eine noch bessere Verfügbarkeit ist hier Pfefferextrakt in Klammern Bioperin und Naringin, sehr schwieriges Wort, enthalten. Das soll dafür sorgen, dass die Verfügbarkeit der Nährstoffe der Aminosäuren vom Körper noch verbessert wird. Dafür gibt es Hinweise, aber keine Studien, die ich euch jetzt zeigen kann und kann sagen, hier Bioperin eindeutig der absolute Nährstoff. Nährstoffspezialist. Möglicherweise ist es so, aber belegen lässt sich das über Studien eben nicht. Aber Nachteile hat Pfefferextrakt natürlich auch nicht. So, aus meiner Sicht auf jeden Fall eine gute Sache. Vor, während und nach dem Training die Kombination der Aminosäuren mit der Energiebasis, also mit dem Maltodextrin, ist natürlich vor dem Training sinnvoll, um die Energie zu haben, während des Trainings, um sie konstant aufzufüllen, als auch nach dem Training, um sie sozusagen nachzuladen. Genau dafür ist Aminomagic auf jeden Fall ein guter und vor allen Dingen sehr leckerer Drink für all diejenigen, die es gerne fruchtig und süß mögen, kann ich es empfehlen. Ich persönlich trinke beim Sport auch gerne Wasser. Wenn ich eben kein Wasser trinken möchte, dann ist so ein Löffelchen hiervon auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Liefert eben Energie als eben auch Muskelaufbaubausteine, die Aminosäuren ganz besonders wichtig für den menschlichen Körper, für den Muskelaufbau als auch für den Muskelerhalt. So, auf jeden Fall eine gute Empfehlung aus meiner Sicht, eben sehr fruchtig, sehr lecker, geschmacklich exzellent. Empfehle ich euch unter diesem Video ist ein Link, der führt euch direkt in den Muskelmacher-Shop. Da findet ihr das Ganze natürlich und wir sehen uns im nächsten Review. Viele Grüße, euer Simon.